hieß. Oh, ich weiß es immer nicht. So. Bei. Wie weit ist denn das reingegangen? Wir könnten es theoretisch noch ans Tiefer setzen. Das Lustige ist. Einfach abgebaut. Ja. So. Vielleicht hole ich mir die Kohle gerade noch manuell. Okay. Ich weiß, Kohle ist jetzt nicht so Mangelware, aber irgendwie tut es einem in der Seele weh und außerdem gibt es ja auch ein bisschen Erfahrungspunkte. So. Da kann ich auch gleich zeigen, meines Wissens nach hat es jetzt keine größere Sprengkraft, nur weil ich hier schon was weggearbeitet habe. Aber das werden wir jetzt auch gleich mal testen. Wir stellen das jetzt hier mitten auf den Boden. So vielleicht. Und zünden das mal an. Oh, okay. Ja. Ja, vielleicht hat es doch eine größere Sprengkraft. Ja, es hat jetzt hier schön weggebumst. Da vorne hätten wir jetzt noch ein paar gebraucht und dann hätten wir hier schon einiges abgebaut, ohne dass wir einen Spatenstich hätten machen müssen. Ja, TNT macht Spaß, hält jung, macht fit, aber ja, muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Eigentlich hasse ich solche Löcher. Nein. Zum Spaß mal so ein bisschen TNT einsetzen ist toll, aber ich habe dann doch lieber Schaufel und Hacke. Hier, das stört mich irgendwie. Ich hätte gern hier vorne eigentlich auch nochmal irgendwie eine Möglichkeit rein und raus zu kommen. Wie könnte man das denn machen? So schon mal nicht. Dieser Baum stört mich auch, aber gut. Da könnten jetzt theoretisch Spinnen durchkommen, deswegen mache ich da unten auch noch zu. Hier oben können auch Spinnen durchkommen, aber das ist mir jetzt zu blöd. Okay. Oh Mann. Okay. Ich glaube, die Kuh hat gerade gegrinst. Gut. Ich glaube, ich will hier an der Stelle auch gerade gar nicht weiterarbeiten. Ganz ehrlich, ich habe gerade selber ein bisschen Angst vor diesem Mammutprojekt. Ja. Jetzt wäre ein Cheat gut, wo man einfach eingibt Burg, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann entsteht die Burg. Ja. Können ja wieder ein bisschen zur XP-Maschine gehen, aber. Ach, ich weiß nicht. Irgendwie hier neben das alles abtragen oder alles hochziehen. Ja, da ist ein Tintenfisch. Oh, gar nicht so viel Fallschaden, wie ich dachte. Ja, ich glaube aber, ich werde das erstmal hier alles dann so ein bisschen die Richtung abtragen, bis man dann von der Richtung drankommt. Da sind die Kühe. Hatte ich nicht schon ein Kälbchen gebastelt? Oder bilde ich mir das ein? Dachte eigentlich, ich hätte schon ein Kälbchen fabriziert, aber gut. Vielleicht ist das, weil es noch Kälbchen war, wegrationalisiert worden bei dem Update. Und Kälbchen! Eigentlich gibt es da auch Erfahrungspunkte von, habe ich jetzt nicht drauf geachtet. So, die Karotten sind auf jeden Fall reif, die Dings auch. Auch das meiste Weizen ist reif, aber trotzdem möchte ich das jetzt nicht abbauen. Und hier der Baum, oh, das ist ja voll riesig. Das ist ja voll riesig. Jetzt sind auch wirklich alle Bäume angegangen. Ups. So, bis wohin waren das? Das war, glaube ich, bis hierhin, würde ich behaupten. Weil so weit ist es ja dann doch nicht, eigentlich. Und uneigentlich schon, aber gut. Hierhin. Ja, das ist praktisch hier bis zu dem Baum, das geht schon. Da können wir mal hier Erde nehmen und können uns praktisch
hier vorne die Erde hochbauen. Einfach als Zeichen. Ja, das ist schon fast zu weit. Okay, wir machen das erstmal auf die Höhe. So, schon wieder zu hoch. Meine Fresse. Gut. Okay, und jetzt bauen wir uns praktisch hier spatentechnisch mal. Wird schon wieder dunkel, oder? Zu viel mit Sprengstoff experimentiert. So. Mhm. Nein. Oh Mann. Ist das ungefähr die Höhe von da drüben? Ich weiß es gar nicht. Wow, Platsch. Oh. Also irgendwie, die Tintenfische sind ja total ungefährlich, aber ich finde, die sehen am gefährlichsten aus in dem ganzen Spiel hier. Steht hier noch mein Bett? Und hier vorne hätte ich gerne auch mal noch einen Weg außenrum. Das nervt mich auch, dass man hier nur wegen den Kühen da im Wasser laufen muss. Ich frage mich, wer sowas gebaut hat. Dachte ich, ich hätte da was gesehen. Ja, da ist noch mal eine Kuh, die hier rumläuft. Die rummut. Da ist ein Enderman. Also, mal gucken, ob ich jetzt endlich mal einen Enderman töten kann. Ist der jetzt gerade weggesprungen? Der ist gerade weggesprungen, oder? Da ist ein Creeper. Ich sollte mich vielleicht einfach mal nachts auf die Lauer legen, auf so Endermänner und so. Da hinten ist er, da hinten ist er, der steht im Schatten. Jetzt muss ich nur erstmal den Creeper totkriegen. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt auch gerade die Avast-Einmeldung, Einblendung seht. Sag mal, der ist doch schon wieder weg, der Creeper, oder? Der Enderman. Ich höre ihn noch, aber ich sehe ihn nicht. Was für ein... Ah, da. So. Wo ist er hin? Da ist er. Da war er. Da ist er. Bist du's? Mann! Teleportier dich doch nicht immer weg. Ob ich das hinkriege, ihn mit einem Pfeil und Bogen zu beschießen. Okay, das wohl nicht. ja. Ich könnte ihn versuchen, ins Wasser zu locken. Ist er denn jetzt hin? Da hinten. Da teleportiert er sich doch wild rum. Ich möchte nämlich Enderperlen und möchte Enderaugen und überhaupt, was ich so alles möchte. Nein! Schon wieder weg. Ich weiß, man kann theoretisch einfach diesen Schlieren folgen, wohin er sich teleportiert hat. Das da hinten ist eine Kuh, das ist der Eingang zu unserer XP-Maschine. Das sind Kakteen. Ach, ich krieg noch die Krise hier. Nervig. Ach, von wegen Krise. Ich habe ein wundervolles Spiel gespielt, nennt sich Kampfstern Galactica. Da musste man auch so Krisenkarten ziehen. Das war, ja, nett. So, wir haben gesagt, da ist die Mauer. Dann wird die Mauer darüber gebaut in einem Zuge. Okidoki. Hey, kaum 1000 Versuche gebraucht und schon habe ich hier eine Mauer gebaut. So. Nein.
Okay, falsche Taste. Das ist ein Argument. Okay, versuchen wir es nochmal. Ah. Gut, und ab hier muss ich wahrscheinlich wieder graben. Und hier haben wir dann auch schon festes Gestein. Das ist ja auch ganz nett. Okay. Beziehungsweise Kohle. Kohle ist ja immer gut. Ganz ehrlich, vergesst irgendwelche Monster zu schlachten. Baut lieber Kohle ab. Es bringt viel mehr EPs. Dum, dum. So. Den Hohlraum lasse ich hier erstmal. Hm, noch mehr Kohle. Gut. Wo sind wir denn hier gelandet? Ach, das ist dieser Schlund. Hahaha. Das ist ja ziemlich lustig. So. Jetzt wäre natürlich die Idee, dass man sich auch mal nach da vorne gräbt. Und hoffentlich komme ich jetzt nicht in unserer Bude raus, sondern eher in der an der Schlossmauer. Wenn das nicht die Schlossmauer ist, habe ich halt schon was weggearbeitet, aber gut. Es wird jetzt auch relativ dunkel. Ziemlich dunkel. Aber eigentlich, okay, da haben wir jetzt zumindest Erde. Genau. Ach, das ist ja eigentlich perfekt. Also ich habe das natürlich alles vorher abgemessen und genau geplant. Gut, hier. Diese Ebene müssen wir. Habe ich hier schon wieder das Problem, dass ich nichts mitnehmen kann. Blume! So. Und wir haben auch bald kein Essen mehr. So. Die Spitzhacke. Ja, Habe ich hier jetzt alles schon untermauert gehabt? Ja. So, dann haben wir doch die Ebene, die wir brauchen. Also die Höhe praktisch. Alles, was jetzt praktisch links davon liegt, ist jetzt wieder der Plan, dass es abgebaut wird und was oben drüber ist. Alles, was rechts ist, werden wir mal gucken, ob wir das irgendwie mit praktisch in die Burgmauer mit einbauen, dass man die Burgmauer da praktisch dran baut vielleicht und dass man dann oben drauf noch irgendwie nochmal einen Turm an sich baut, dass das praktisch so ein zweidingsiges Burgteil ist, dass man da nochmal so ein Bergfried, heißt es Bergfried? Nee, glauben nicht. Also auf jeden Fall gab es ja immer so als Möglichkeit, wenn die äußere Mauer gefallen ist, dass man sich noch zu einer zweiten Mauer praktisch zurückgezogen hat und dass man da dann praktisch über diese Mauer sich dann weiter, also nicht Mauer, sondern über den Turm oder so nochmal verteidigt hat, wäre zumindest eine Möglichkeit. Der aufmerksame Hörer hat es mitbekommen. Ich habe gerade nur was schnell getrunken. Und hier können wir schon mal zubauen. Ja, ich glaube, das wird. Das hier nehmen muss alles weg. Da könnten wir jetzt wieder TNT benutzen. Nein, also ich möchte jetzt nicht zu viel TNT benutzen, weil finde ich einfach nicht toll.
gute alte Handarbeit hier. Jetzt von unten anzufangen ist natürlich auch vielleicht nicht die beste Lösung. Eigentlich müsste man sich oben drauf stellen und das alles schön abbauen. Ja, hier wäre noch die Frage... Ach nö. Die Sache ist ja die... Wie sieht's denn jetzt hier aus? Eigentlich müssen wir noch eins weiter in die Richtung. Ich war doch nicht so toll abgetimt, wie ich das gerne gehabt hätte. Und hier haben wir jetzt auch ein... Weil hier die Mauer, haben wir ja gesagt, die läuft hier entlang. Und das hier neben muss alles weg. Na, super. Ja, dann... Auf geht's zur wilden Fahrt. Nein. Wir gehen nach oben und machen das von dort aus. Oh Mann. Und die Tintenfischen da schon wieder. Laufen hier immer noch so viele Ozelotte rum? Nö. Hätten wir da jetzt natürlich Fisch gehabt, das wäre super gewesen. Oh Mann. Ja, aber es wird. Also ich glaube, also ich sehe es schon ganz genau vor mir. Da hinten dann praktisch diesen über diesen Hügel, da bauen wir einfach außenrum in Stein nach oben. Das machen wir nicht erdig. Aber innen drinne können wir dann ein bisschen Erde lassen oder können das, gucken wir dann, kriegen wir dann. Oder zumindest unter der Erde müsste ja irgendwo auch Gestein sein, dass man dann praktisch das als Naturstein belassen und nur dort ausbessern, wo ausbessern ist, beziehungsweise mit Dingensbums ausbessern. Mit auch Naturstein, der im Backofen war. Wieder eingeschmolzen wurde. Wieder eingeschmolzener Stein? Nein. Früher hieß es Cleanstone. Da wusste man wenigstens, was man sagt. So. Ja, hier ist diese Dingens. So. Gleiches machen wir hier vorne auch. Wir tun das zumindest bis auf die Steine runter abkloppen. Und tun dann mal weiterschauen. Und tun tut man nicht benutzen tun. So. Jetzt nehme ich schon circa eine Stunde auf. Müsste mir da auch mal so einen Timer laufen lassen. So. Da unten ist unser Kälbchen. Ich hoffe, dass das auch irgendwann mal wächst. Und dann nebendran Schafe und Schweine noch. Und dann müssen wir sonst noch mal gucken, was wir noch so an Tiergesocks uns besorgen können. So. Nächste Reihe. Hier geht's schon auf den Naturstein. Ist wieder die Frage, den Naturstein, integrieren wir den mit in die Burgmauer oder tun wir das nicht? Ich würde ja fast sagen, ja, wir integrieren ihn. Einfach aus Prinzip. Weniger zu bauen und ja, aber es sieht dann von außen nicht, vielleicht nicht so schön aus. Ärgerlich. Außerdem ist das Inventar schon wieder voll. So. Erde. Vielleicht sollte ich doch mal Erdekisten und Steinkisten und so anbringen. Wir haben doch hier noch Truhen. So. Dann wirst du jetzt hier mal die Erdekiste. Erde habe ich gerade weggelegt. Dann wirst du die Steinkiste. Du bist Erdekiste. Ich habe doch noch Erde. Und die Plunderkiste haben wir eigentlich drin. Weil wir jetzt gemerkt haben, Sprengpulver ist doch wichtig. Machen wir Sprengpulver da. Karte. Sandkiste haben wir draußen. Die Spitzhacke. Was hatte ich eigentlich nochmal verzaubert gehabt? Was waren das nochmal gewesen? Ah, die schusssicheren Stiefel. Die würde ich am liebsten anziehen, weil ich sie voll blöd finde, aber gut.
Schauen wir mal. Da oben. Oh Mann, das wird voll die Arbeit. Jetzt schon angenervt. Es könnte der Eindruck entstehen, als wäre ich faul. Das stimmt auch. Aber nur bedingt insofern, dass ich mir halt, wenn ich was vornehme, es doch irgendwie irgendwann schaffe. Mal mehr, mal weniger. So. Ja, ich bin da noch nicht dran gewöhnt, dass ich eigentlich die ganze Zeit reden sollte, während ich hier hochkonzentriert Erde abbaue. Aber kommt alles noch. Ja, Thema Brettspiele. Ich hatte ja auch mal ein paar Let's Plays von Talisman gemacht, was ja auch ein Brettspiel ist. Wenn ihr sehr nette Brettspiele in Form von PC-Spielen oder in Form von App-Spielen, also Android-Games, kennt, wäre ich euch auch sehr verbunden, wenn ihr mir da mal Tipps gebt, weil ich daran natürlich auch irgendwo interessiert bin. Also Keys will ich nicht in der Mauer haben, das kommt auf jeden Fall raus. Kommt hier auch allgemein weg, weil das ist blöd. Ja, wäre schön, wenn ihr da was wisst und da mal Bescheid sagen könnt, wollt, weil ich da echt, Brettspiele finde ich eigentlich total klasse. Das Problem ist nur meistens, man kann es alleine nicht spielen und eigentlich baue ich das doch später sowieso ab. Dann lasse ich das doch. Das hier ist drei hoch. Nee, eine Fackel da draußen anbringen ist blöd. Weil wenn wir dann das Problem haben, dass wir da das alles abgerissen haben, kommen wir vielleicht nicht an die Fackel dran. So. Gut. Den Rest von innen, den lasse ich dann mal. Das müsste man dann eigentlich sowieso nicht sehen. Nur hier zwei außen. Drei. Gut. Okay. Hier haben wir gesagt, das ist der Weg, also müsste eigentlich all das hier weg. Da oben hängt ein. Ja, so Bautreppchen sind halt einfach manchmal nötig. Ah, verdammt. Machen wir es uns doch einfach. Oder auch nicht. Ja. Sehr schön. Finde ich. Und das alles weg. Ja, ich bin schon wieder sehr ruhig. Entschuldigung. Ich bin so fasziniert und konzentriert hier auf den Bau und bin immer noch ein bisschen fix und alle von der Woche, weil das alles sehr, sehr anstrengend war. Wollte jetzt aber noch ein paar Minecraft-Folgen machen. Ich mache ja mittlerweile eine Folge pro Tag und bin immer noch gut im Plus, aber möchte hier halt einfach auch mal vorwärts kommen.
Habe auch schon überlegt, ob ich die Folgen noch länger als eine halbe Stunde mache, aber das finde ich dann eigentlich auch zu viel, ja, vom Insgesamten her, ja. Ich habe ja die Hoffnung, dass die Minecraft-Fangemeinde zumindest von mir irgendwann noch ein bisschen anwächst. Und wenn man sich dann mal wirklich eine Stunde Folge reinziehen muss, will, kann, sollte, das ist dann, denke ich, auch ein bisschen viel. Deswegen werde ich es wahrscheinlich bei maximal einer halben Stunde, manchmal bin ich auch ein bisschen drüber, ich weiß, manchmal auch ein bisschen drunter, werde ich es dann erstmal belassen. Okay, ich glaube, nee, eine haben wir noch. Haha. Ja, was mir eben gerade durch den Kopf gegangen ist, weil ich mich ja voll hier aus Arbeiten konzentriert habe. Ich weiß nicht, ob jemand die Serie Misfits kennt. Finde ich eigentlich ganz nett so. Ist ja auch so ein bisschen Science Fiction und Fantasy, von wegen Superkräfte, Kinder, also Jugendliche, die beim, oder junge Erwachsene vielleicht, die bei einem Gewitter draußen sind, bei einem schweren Gewitter, bekommen praktisch Superkräfte und haben aber auch leider das Problem, dass sie halt bei der gemeinnützigen Arbeit waren. Jeder wegen verschiedenen Sachen, die dann später so rauskommen. Und auf jeden Fall ist dann das Problem, dass sie diese Superkräfte haben, aber auch ihren Bewährungshelfer praktisch umbringen mussten, weil der sich halt in diesem Gewitter auch in, ja, praktisch so ein Oger verwandelt hat. Also der ist sonst auch immer relativ jähzornig und hat dann in diesem Gewitter praktisch seinen Knall wegbekommen und seine Superkraft, der wird dann halt praktisch super stark und super brutal und will sie einfach lynchen, ja. Und ja, die letzte Folge von der dritten Staffel ist praktisch, dass der eine Typ in der Zeit zurückreisen muss, weil er seine Freundin, die dann praktisch wegstirbt, dann in der Vergangenheit beschützen muss und dazu bringen muss, dass sie ihn liebt und relativ konfus eigentlich dann zum Schluss. Was mich halt aber an der ganzen Geschichte stört, ist, der hat eigentlich so eine Superkraft, dass er in die Zukunft blicken kann und weiß, was passiert, ja. Und der kriegt das nicht mit. Die überleben so viele verschiedene Sachen. Also da kommt, wie gesagt, dieser Bewährungshelfer und will sie umbringen und so weiter und so weiter. Das überleben sie alles. Und die kommt, also seine Freundin kommt einfach nur aus einem Raum raus und kriegt die Kehle durchgeschnitten mit so einem Teppichmesser. Und da habe ich mir auch nur gedacht, das kann ja wohl mal nicht wahr sein. Die haben so viel geschafft und gemacht und getan. Und dann so ein blödes Teppichmesser, so ein bisschen Unachtsamkeit und schwupp dort. Fand ich einfach ziemlich krass, ja. Ich meine, es war natürlich so, dass es so sein musste, weil sonst die ganze Serie, also das kam praktisch vorher in der Serie schon vor, dass er in der Zeit zurückgereist war und da seine Freunde praktisch beschützt hat und unterstützt hat, weil die sonst in der Vergangenheit schon ziemlich Probleme gehabt hätten. Wobei die es ja auch mindestens einmal ohne ihn geschafft haben müssten. Ja, wobei, also Zeitreisenfilme sind sowieso immer schwierig, aber ja, und das fand ich einfach ein bisschen blöd, ja, anstatt dass er einfach von seinem Zeitreise-Ich gesagt bekommt, hier, pass auf, lass sie nicht aus der Tür rausgehen, sonst stirbt sie, oder so, ja, geht's dann halt praktisch darum, dass es halt immer wieder bei den beiden so sein wird, dass er in der Zeit zurückreist, da für sie stirbt, damit sie sich dann in sein Damals-Ich verliebt und er praktisch dann halt aber auch zu diesem Superheld wird, der dann halt die alle beschützt und macht und tut. Ziemlich Banane. Aber ansonsten die Serie fand ich ziemlich cool gemacht, weil sie halt auch immer auf andere Leute treffen mit Superkräften und manche davon sind halt eher gut oder sagen wir zumindest mal nicht böse und andere sind halt ziemlich böse. Da gibt es dann einen, der Käse, also Milch formen kann. Und kann die halt bewegen und überhaupt. Und das wird dann voll der Psychopath und der macht sich dann zur Aufgabe, den Leuten praktisch den Käse, den sie gegessen haben, oder die Milch im Körper sauer werden zu lassen und zu vergiften mit der Milch praktisch und was nicht alles. Also es ist schon ziemlich abgedreht, ja.
Weil man am Anfang denkt, na super, der kann Milch bewegen, der kann mit Milch machen, was er will, ja. Wie billig eigentlich, und dann wird er voll der Killer eigentlich, ja. Naja, so oder so ähnlich. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel von der Serie erzählt, falls ihr die dann doch gucken wollt und habt jetzt von mir zu viele Tipps, was da so alles vorkommt. Aber es ist halt wirklich... Oder wir lassen das hier so zerklüftet und bauen einfach die Mauer hier oben entlang drumrum. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, dass ich das auf die Ebene bringe, wo wir die Mauer machen, also praktisch hier. Und lassen das hier vorne so zerklüftet. Machen hier... Ah, nee, aber das ist auch blöd. Schon wieder einen Platz davor bauen und dies und das. Oder wir machen hier diese Schiffanlegestelle, dass man hier mit so einem Weg hoch kann, der sich dann hier so hochwindet. Aber das ist auch blöd. Nein, wir tragen das alles ab. War jetzt nicht mal ein Faulheitsvorschlag, sondern eher ein Aussehensvorschlag, weil ich mir überlegt hatte, ob es vielleicht doch gut aussieht.